Hallo zusammen. Wie wäscht man sich die Haare in der Schwerelosigkeit? Warum springt die Hüpfbohne und welche Meisterwerke kann man aus Mundabdrücken kreieren? Wir haben Antworten auf diese und viele weitere Fragen gefunden, die wir in einem Video verpackt haben, damit ihr heute Spaß habt und etwas Neues lernen könnt. Lasst uns loslegen. Viele sind der Ansicht, dass es heutzutage nicht mehr möglich wäre, sich durch Kleidung von der Masse abzuheben. Aber der Uploader dieser Aufnahme ist mit dieser Meinung nicht einverstanden. Ein kleines Beispiel, wie verrückt moderne Kunst ist. Wie gefällt euch dieses Kunstobjekt aus aufgehängten Fliegen? Die unglaubliche Körpergröße dieses Kerls hat ihn für eine Sportkarriere prädestiniert. Man hat das Gefühl, als könnten ihm die 2 Meter großen Spieler zwischen den Beinen hindurchlaufen. Wie findet ihr dieses Schuhmodell? Ganz schön ausgefallen, oder? Es stammt von einem bekannten Designer, der gerne provoziert. Jetzt wende ich mich mal an die Mädels unter euch. Würdet ihr mit solchen Schuhen in einem Nachtclub gehen? Ihr habt sicherlich schon mehrmals gesehen, wie auf der ISS gegessen wird. Und habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie man sich die Haare in der Schwerelosigkeit wäscht? Through to the end of my hair. And I take my no-rinse shampoo and squirt it also on the scalp a little bit and rub it in. Again, kind of working it out to the ends. And sometimes I'll actually take my comb to help work it over. Jetzt kommt euch eure Morgenroutine gar nicht mehr so ermüdend vor, was? Wer einen Blick auf die faszinierende Wanduhr im Flughafen Tel Aviv wirft, läuft Gefahr, seinen Flug zu verpassen. Seht mal, welch wunderschönes Bild Mutter Natur mit Spinngeweben und Regenwasser kreiert hat. Was muss man tun, um zu Hause immer gut gelaunt zu sein? Sich so einen Pokémon-Fisch zulegen. Dieses Paar scheint sich in den Waldhaus Alice im Wunderland verirrt zu haben. Seht euch den gewaltigen Pilz nur an. Sorry, aber ihr werdet herumliegende Äste nie wieder ohne Schauder ansehen können. Das sind Kammwürmer, eine Familie in kegelförmigen Wohnröhren lebenden Vielborster, welche sie mit körpereigenem Schlamm aus Sandkörnern zusammen zementieren, wodurch sie Ästen ähneln. Es dürfte euch auch schwerer fallen, Hülsenfrüchte wie früher wahrzunehmen, nachdem ihr diese mexikanischen Hüpfbohnen gesehen habt. Das Springen rührt von den rollenden, aufwerfenden Bewegungen der kleinen Larven, von denen die Früchte bewohnt werden. Und merkt euch, diese Bohnen sind zum Verzehr nicht geeignet. Wenn man die Leistungsstärke eines Motors in PS misst, berücksichtigt man auch solche Pferde? Eine Orgel gepaart mit Feuershow-Elementen ergibt ein spektakuläres Schauspiel.
nein, die junge Dame hat nicht vor, sich auf so eine komische Weise die Haare im Gesicht zu entfernen, sondern stellt ein Element für ihr künftiges Meisterwerk her. Dutzende Mundabformungen und mehrere Stunden akribischer Arbeit später entsteht so ein ungewöhnlicher Einrichtungsgegenstand, den man als Leuchte verwenden könnte. Lasst euch von der Schönheit dieses Steins nicht täuschen. Das Mineral heißt Autunit und ist aufgrund seines Urangehalts stark radioaktiv. Solltet ihr also irgendwo zufällig auf ein Autunit stoßen, lasst die Finger davon, wenn ihr euch nicht ein paar unheilbare Krankheiten einfangen wollt. Irgendwelche Ideen, was das für ein Lebewesen ist? Richtig, eine Raupe. Und es sieht so aus, als wäre auf ihrem Kopf der Planet abgebildet, von dem sie gekommen ist. Das ist eine Mimose, auch schamhafte Sinnpflanze genannt. Ihre Blätter reagieren sehr empfindlich auf Berührungen. Wer wagt es jetzt zu behaupten, dass Pflanzen keine Lebewesen wären? Man könnte meinen, das wäre ein Lebewesen aus Stranger Things oder aus Australien. Aber die Natur in Alaska hat auch einige Überraschungen parat. So sieht eine einheimische Seesternart aus. Sind es Bilder aus einem Science-Fiction-Film oder Rover-Aufnahmen? Weder noch. So sieht die Oxidation von Aluminium unter Verwendung von Quecksilber aus. Das Quecksilber lässt keine stabilen Oxidschichten auf dem Aluminium entstehen, sodass das Aluminium allmählich zu Staub wird. Ein faszinierendes Schauspiel. Ich glaube, ich weiß, welchen Albtraum ihr heute Nacht haben werdet. Das ist ein Gabelbart. In Asien gilt der Fisch als Glücksbringer. Aber da dieses Exemplar zwei Köpfe hat, müsste es euch doppeltes Glück bringen. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, denn die Magie funktioniert wirklich. Stellt euch vor, wie es ist, eine solche Seeohrschale am Strand zu finden. Ohne zu wissen, dass sie von Menschenhand gemacht wurde. Diese unglaublich schönen Skulpturen aus dichroistischem Glas wurden von einem US-amerikanischen Künstler geschaffen. Sie sehen einfach magisch aus. Wenn ein solcher Bannwurm euch anwidert, solltet ihr Südafrika nicht besuchen. Dafür kann er gut malen. Es ist noch zu früh, sich Sorgen über einen möglichen Aufstand der Maschinen zu machen. Sie sollen uns erst ein paar Cocktails zubereiten. Ein nicht naheliegender Vorteil, wenn man Chemiker ist. Man kann einer Frau immer leuchtende Blumen schenken. Natürlich stellt eine solche Rose keine Gefahr dar. Sie wurde lediglich in fluoreszierende Farbe getaucht. Dieses Experiment könntet ihr übrigens leicht nachmachen.
Beeindruckend schnell, nicht wahr? Und nun guckt mal, wie das Lösen des Zauberwürfels durch den Roboter in Echtgeschwindigkeit aussieht. Leider hätte selbst ein Weltmeister gegen ihn keine Chance. Diese Brotlaibe sehen nicht gerade frisch aus. Das ist eine alte afghanische Konservierungsmethode für Weintrauben. Die Einheimischen benutzen dazu spezielle Lehmtöpfe, in denen die Trauben bis zu 6 Monate aufbewahrt werden können. Dieses Video, das die Ernte von Naturlatex zeigt, könnte durchaus als ASMR durchgehen. Was hier nach einer Ameisenkolonie aussieht, sind in Wirklichkeit Bauarbeiter, die ein Atomkraftwerk errichten. Stellt euch vor, wie viel Zeit es braucht, bis so ein riesiges Objekt fertiggestellt ist. Gibt es Nerf-Fans unter euch? Wir haben etwas ganz Cooles für euch gefunden. Kaum zu glauben, dass es kein Hologramm ist, nicht wahr? Guckt mal, wie akribisch der Künstler sowas Schönes aus handelsüblichen Fäden macht. Es gibt eine gute Nachricht. Nach diesen Bildern wird euch niemand mehr sagen, dass ihr nicht Spider-Man werden könntet. Und übrigens, genau wie im Film, müsst ihr selbst die Flüssigkeit für euren Webshooter zubereiten. Der Bau eines riesigen Schiffs ist ein Prozess, den man ewig beobachten könnte. Was kann man mit Hilfe eines Kartons, eines Klebstoffs und des Zusammenspiels von Licht und Schatten machen? Ein echtes Kunstwerk, wie dieser talentierte Künstler hier eindrucksvoll zeigt. Maßgeschneiderte, getunte Autos mit einzigartigem Design sind zwar was Cooles, aber wie findet ihr so ein Fahrzeug? Ja, es lässt sich noch nicht auf 120 km/h beschleunigen, dafür sieht es aber unglaublich cool aus, insbesondere für jemanden, der auf Neon Genesis Evangelion steht. Ein Funfact über Kastanie, den ihr bestimmt nicht kennt. Wenn man sie stark erhitzt, kann man sie als Böller benutzen. Ja. Sieht super lustig aus, nicht wahr?
Das ist nicht bloß eine Lego-Installation, sondern ein Portal zu einer anderen Welt. Habt ihr auch das Gefühl, als würden sie ein selbstständiges Leben führen, wenn die Tür zugeht? Egal ob Leinwand und Farben oder ein Ahornblatt und ein Messer. Ein wirklich begabter Mensch kann mit allen möglichen Mitteln Meisterwerke schaffen. Hier ist noch ein Beweis dafür. Eine Lösung für jene, die sich schon immer einen Billardtisch wünschten, aber nicht genug Platz zu Hause haben.